Viertelfinalzeit im Hallenhockey. Die Damen des BHC, das Berliner HC, empfangen als Tabellenführer der Gruppe Ost den Zweiten, den Überraschungszweiten aus der Westgruppe Uhlenhorst-Mülheim. Kann der BHC seiner Favoritenrolle gerecht werden oder kann Mülheim für die Überraschung sorgen? Alles jetzt hier auf Hauptstadtsport TV. Das war schon eine kleine Überraschung in der Gruppenphase West. Die Gäste aus Mülheim auf dem Feld nur in der zweiten Liga ließen den aktuellen deutschen Feldhockeymeister Rot-Weiß Köln in der Gruppenphase hinter sich und qualifizierten sich somit fürs Viertelfinale. Da wartet mit dem Berliner Hockeyclub aber eine ganz harte Nuss. Die Damen in Blau-Rot verloren nämlich nicht ein einziges Spiel und verbuchten mit dem UAC aus Hamburg die meisten Punkte. Und damit rein in die Partie. Die Gäste in Grün-Weiß von links nach rechts mit klarer Ausrichtung so lange wie möglich die Null halten und durch schnelles Umschaltspiel überraschen. Und das gelingt auch gleich zu Beginn sehr gut. Melanie Terber kann den Kullerball hier ganz in Ruhe einschieben. Der erste kleine Stich ins Berliner Herz. Denn auch in der weiteren Partie bekommt der Hauptstadtclub keinen richtigen Zugriff aufs Spiel und geht durch diese Strafecke mit 0:2 in Rückstand. Torschützin die Nummer 13, Teresa Pellegrina. Auszeit Berlin. Diese scheint zu fruchten. Die Damen in Rot jetzt deutlich wacher und mit ihrer bisher stärksten Phase. Strafecke Jacobi und ein Pfiff. 7 Meter, aber warum eigentlich? In dieser Perspektive erkennt man leicht, dass der Ball von Katharina Windfeder irregulär mit dem Bein gestoppt wird. Unglücklich, aber Schürmann ist das relativ egal. 7 Meter die Chance zum Anschluss, doch vergeben. Die klasse Reaktion von Lena Grabowski verhindert Schürmanns zweites Saisontor. Da macht es Lena Jacobi deutlich besser. Die Nationalspielerin hat genug gesehen und bolzt die Strafecke rein. Anschlusstreffer Berlin, der BHC ist wieder da. Doch so schnell, wie die Berlinerinnen wieder da sind, sind sie auch schon wieder mit 2 Toren hinten. Uhlenhorst, Mülheim kontert und am zweiten Pfosten ist sie dann ganz alleine. Dina Grote mit dem 3:1 aus Gästesicht. Dieser Rückstand ein Schlag ins Gesicht für den BHC. Die Berlinerinnen wirken angenockt und können sich nicht wirklich erholen. Im Gegenteil, Uhlenhorst Mülheim packt noch einen drauf und kann mit dem Treffer von Mirja Zöller in Durchgang 2 auf 3 Tore davonziehen. 4:1 für Uhlenhorst Mülheim. Berlin versucht in Folge alles, doch diesmal ist es irgendwie nicht drin. Bezeichnend das Pech wie hier beim Lattenknaller von Nationalspielerin Lena Jacobi. Am Ende ist die, ja, das muss man schon so sagen, Überraschung perfekt. Uhlenhorst Mülheim, der Underdog, besiegt die bisher ungeschlagene Damen vom BHC mit 4:1. Ja, irgendwie sind wir heute an uns selber gescheitert. Wir haben uns jede Menge vorgenommen und konnten das irgendwie nicht umsetzen. Mülheim hält gut dagegen und eigentlich schießen wir uns die Tore selber rein. Ja, wir haben uns hier nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich glaube, das war ein großer Vorteil. Bis jetzt hatten wir auch immer nur 2 Heim für den Finale. Die haben wir auch beide haushoch verloren. Vielleicht war dieses Mal das für uns halt der Matchwinner, dass wir auswärts gespielt haben. Ja, aber wie du auch gesagt hast, also klare Außenseiter von uns und haben jetzt Glück, dass wir hier gewonnen haben. Uhlenhorst Mülheim also durch. Komplettiert wird die Finalgruppe durch den UHC und den THC aus Hamburg und die Damen aus Düsseldorf. In Berlin ist jedoch nach dem Aus der Männer und der Damen die Stimmung im Keller. Das Hockey Final Four in der Hauptstadt findet ohne Hauptstadtclub, ohne Berliner Team statt.